Look at me now. Look at me now. Ich sage es voller Stolz heraus. Ich habe GTA 5 für 4 verschiedene Plattformen geholt und ich sage genauso stolz und auch mit einem ganz kleinen bisschen Charme, dass ich das auch wegen GTA Online gemacht habe. Aber ich muss gestehen, GTA Online hat mir die besten Online-Erfahrungen meines Lebens gebracht, bis Rockstar Games das Spiel vor die Wand gefahren hat. Wir schreiben den 17. September 2013. Ein Tag, der mein Leben nachhaltig veränderte. Ein Tag, der den Grundstein für ein neues Leben legte. Es war der Tag, an dem Grand Theft Auto 5 das Licht der Welt erblickte. Zum Release wusste ich noch gar nicht, was da auf mich zukommen sollte, bis dann am 1. Oktober eine neue Zeitrechnung begann. Einen halben Monat nach Release von GTA 5 schaltete Rockstar Games den Online-Modus frei. Der hatte zwar seine anfänglichen Startschwierigkeiten, aber Rom wurde nun mal auch nicht an nur einem Tag erbaut. Als kleine Erinnerung, die Probleme hielten nicht allzu lange an, nervten aber ziemlich. Die Charaktere verschwanden, Serververbindungen waren instabil und auch sonst dauerte es sehr lange, eine Verbindung herzustellen. Als Entschädigung gab es dann aber 500.000 GTA-Dollar für alle, die betroffen waren. Ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Moment in GTA Online. Auf meinem Kopf saß das mitgelieferte Xbox 360 Headset und auf den Ohren war die Xbox Live Party. Gemeinsam lockte ich mich mit Freunden erstmals ein und nach einer Ladezeit, die reichte, um noch eine Pizza in den Ofen zu schieben und anschließend auch noch zu verspeisen, ging es in den Character Editor. In solchen Momenten gibt es zwei Arten von Menschen. Die, die versuchen, ihr Ebenbild so realitätsgetreu wie möglich nachzustellen und die, denen das alles völlig Wumpe ist. Ich ziele mich da zu ersterem, auch wenn es nicht immer klappt. Zu meiner Verteidigung muss ich aber sagen, dass der Character Editor in GTA Online bis heute wohl der schlechteste ist, den ich je vor mir hatte. Wer kam denn bitte auf diese Idee, den Editor in Form von Vererbungsketten zu basteln? Und auch wenn der Editor einfach absolute Grütze ist, ist das, was danach passierte, eine lebensverändernde Erfahrung gewesen. Denn auf einmal wurde GTA Online mein Second Life und mein Zweitwohnsitz Los Santos. GTA Online setzte da an, wo mich kein Game zuvor begeisterte. Vorher spielte ich zwar auch gelegentlich mal WoW oder diverse, meist seltsame MMOs von Gamigo, aber kein Spiel gab mir diese enorme Immersion wie GTA Online. Die Darstellung echter Menschen erleichterte es mir, in die Welt zu versinken. Ich konnte mich nie in irgendwelchen Fabelwesen verlieren. Die akkurate Nachbildung von Los Angeles, die dicken Karren, die aussehen wie ihre echten Vorbilder und die endlosen Möglichkeiten, Dinge zu tun, die man im echten Leben so nicht machen könnte, haben mich gefesselt. Obwohl ich Los Santos dank der Story schon in- und auswendig kannte, war die Stadt online nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Es war, als wäre ich gemeinsam mit meinen Freunden in eine neue Stadt gezogen und wir konnten sie nun erkunden. Meine erste Garage, um eine geklaute Karre unterzubringen, dann den ersten Sportwagen vom hart erspielten Geld kaufen. Bei mir war es der Benefactor Serrano, ein Mix aus einem SLS AMG und einem Jaguar F-Type für 110.000 Tacken. Es fühlte sich an, wie als hätte ich mir wirklich was gegönnt, nur eben virtuell. Und ja, natürlich habe ich online auch mit der Karre geprotzt. Und das zu Recht. Die Möglichkeiten, die Karosse aufzupimpen, kugelsichere Reifen zu verbauen und auch die Hupe zu ändern, haben mir so viel Spaß bereitet, wie es davor nur Need for Speed Underground 2 und Most Wanted schafften. GTA Online hat sich für mich als Rennspiel statt Gangsterabenteuer entpuppt. Die meiste Zeit ging bei mir ohnehin für Autobahnraserei, Rennsessions und Offroad-Gebretter drauf. Nie war ich der große Übeltäter, der nach Reichtum strebt. Mein Spaß liegt darin, Freunde online zu treffen, mit ihnen ziellos durch die Gegend zu streifen und einfach ein wenig zu erzählen und Quatsch zu machen. Den Kopf auszuschalten und gemeinsame Zeit zu genießen. Da störten auch die anfänglichen Probleme nicht so sehr. GTA Online war in der Anfangszeit noch reichlich unausgewogen. Wenn man sich eine Karre stahl, war direkt die Polizei hinter einem her. Die Ladezeiten waren nicht nur wegen der HDD-Festplatte immens lang und immer wieder ist man vom Server geflogen und fand sich in der Story wieder. Und doch war ich immer bereit, die Wartezeit in Kauf zu nehmen. Etwa ein Jahr später erschien GTA 5 dann auch für die PS4 und die Xbox One und na klar, habe ich wieder zugeschlagen, denn die Lichter sahen besser aus, die Auflösung war höher, Ego-Perspektive und es kam Moves Like Jagger. Dass die Musikauswahl in GTA-Spielen grandios ist, ist wohl unumstritten. Was Rockstar Games aber für GTA 5 und GTA Online zauberte, ist der Wahnsinn. West Coast Classics, Radio Los Santos, Los Santos Rock Radio und, na klar, Nonstop Pop FM. Ununterbrochen schalten wir zwischen den Sendern hin und her und brüllten einander an, wenn wieder Queen mit Radio Gaga am Rockradio lief oder Lady Hear Me Tonight bei Nonstop Pop erklang. Mit dem Update kamen neue Songs dazu und jede Entdeckung war ein einziges Spektakel. Das geht so weit, dass einige Songs unmittelbar mit GTA Online und den Momenten im Spiel in Verbindung gebracht werden.
Nichts kommt an dieses Gefühl heran, bei Nacht durch Wynwood zu fahren und im Radio Midnight City zu hören. Und selbst wer das Spiel nie gespielt hat, weiß zumindest, dass El Sondito das seltsame mexikanische Taxifahrerlied ist. Aber natürlich steht GTA auch für verschiedene Missionen, Aufträge und Nebenereignisse in der offenen Spielwelt. Anfangs waren es nur wenige Missionen, die man immer und immer und immer wieder gespielt hat. Bei mir waren es vorwiegend coole Meth-Ode von Gerald und der legendäre Auftrag Tod von oben von Martin mit Rezo. Nicht zuletzt, weil die ordentlich Kohle einspielten. Rockstar Games hat es geschafft, aus einer ohnehin gigantischen Spielwelt ein echtes Spektakel zu machen. Und dann sind sie neue Wege gegangen. Neue Features, neue Missionen, noch mehr Events. Und genau das war der Punkt, an dem sie mich verloren haben. Mit einem Schlag kamen immer mehr Inhalte dazu. Eines meiner Lieblinge ist tatsächlich das Casino. Gelegentlich ein paar Partien Blackjack mit Freunden und danach am Glücksrad drehen in der Hoffnung, ein Auto zu gewinnen, macht noch immer Spaß. Auch die ersten Heist-Missionen haben mich direkt begeistert. Vorbereitung, Planung und Durchführung der verschiedenen Banküberfälle ließen einige echte Heist-Games ziemlich blass aussehen. Doch irgendwann häufen die sich. Manche Banküberfälle fühlten sich fast schon wertlos an. Schließlich investiert man eine ganze Menge Zeit, um die Kohle abzugreifen. Ohnehin können Heist-Missionen nur gestartet werden, wenn der Truppanführer ein Luxus-Apartment besitzt. Zu Beginn der Heists war das eine kräftige Investition. Doch Stück für Stück begann das Spiel einem die Kohle nur so hinterherzuwerfen. Motorradclubs, Nachtclubs, eigene Firmen, das sind alles nette Ideen, doch bei mir sprang der Funke nie wirklich über. Schlimmer noch, die Möglichkeiten schreckten mich richtig ab. Am PC ließ ich mich recht früh dazu überreden, einen MC zu gründen. Nachdem eine Bruchbude als Hauptquartier ausgesucht war, begann die Suche nach Mitgliedern. Und das war der Punkt, an dem es nervig wurde. Klar ist das ganz nett, mit Freunden auf ein paar Mopeds durch die Gegend zu ziehen. So richtig warf das aber einfach keine Kohle ab. Und das passiert nämlich erst, wenn man mehr Zeit und Ressourcen investiert. Ein zweites Mal hat es mich dann tatsächlich mit den Nachtclubs erwischt. Ich habe mal wieder eine Million Dollar bekommen von GTA Online, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und die habe ich direkt investiert. Eine Million Dollar. Der Nachtclub wirft pro Tag 5000 ab. Da muss ich eine ganze Menge zocken, um die Kohle wieder reinzukriegen. Klar kann man dann eben die speziellen Nachtclub-Missionen machen, die sonst nicht verfügbar wären. Aber das bringt mich direkt zum nächsten Problem und den Grund, weshalb ich GTA Online bis zum Release der PS5-Fassung nicht mehr angefasst habe. Es passierte einfach viel zu viel im freien Modus. Egal ob es die MCs, Clubs oder sonst welche Einrichtungen sind, alle haben ihre eigene Mission, die jedoch nicht wie die bekannten Kontaktmissionen außerhalb des freien Modus passieren. Sie finden innerhalb der öffentlichen Lobby statt und werden den Mit- oder eher Gegenspielern angezeigt. Sie wissen genau, was wir tun und werden dazu angestiftet, uns zu stoppen. Das ist per se auch gar nicht so schlimm. Dafür ist es halt ein Online-Spiel und Interaktion mit anderen Spielern können cool sein. Nur führte man im gleichen Zug die unfassbar nervigen Oppressor MK2 ein. Das ist ein fliegendes, wendiges Motorrad mit einem Maschinengewehr, explosiver Munition und Raketen. Sich wehren war sinnlos, das Teil zu treffen grenzt an ein Glücksspiel. GTA Online hat es geschafft, sich selbst zu zerstören. Klar, ich bin kein Maßstab der Dinge, aber für mich war Los Santos immer mein Rückzugsort. Mein Ort, wo ich dem stressigen Alltag entfliehen konnte und mich mit Freunden treffen konnte. Und plötzlich war es ein Ort, der einfach noch viel mehr Stress verursacht hat. Für mich war an dieser Stelle GTA Online tot. Und so ging es dann wohl auch vielen anderen Spielern. Statt die Zeit im Spiel zu verbringen, gründeten sich eigene Rollenspielserver. Die simulierten tatsächlich noch mehr das echte Leben. Spieler konnten eigene Jobs annehmen und Polizist, Gangster oder NPC werden, also einfach bloß die Welt auffüllen. Ich selbst habe mich da nie rangetraut, da war ich immer ein bisschen zu schüchtern. Zumal man zuerst einen passenden Server finden und sich auch noch bewerben muss. Ich will doch einfach nur entspannt eine Runde zocken und keine Verpflichtungen eingehen. Doch vielleicht habe ich dem Spiel auch Unrecht getan. Vielleicht hat Rockstar Games auch eingesehen, was sie für Unsinn verzapft haben. Möglicherweise war es aber auch reiner Zufall. Doch mit dem Release von GTA 5 auf der PS5 und der Xbox Series brach ein weiteres Kapitel an. Wie der Phönix aus der Asche stieg GTA Online wieder empor. Mit 4K-Auflösung, Raytracing und 60 Bildern pro Sekunde. Und noch viel wichtiger, einer aufgeräumten freien Welt. GTA Online ist zurück und schöner als je zuvor. Ich habe ja schon erklärt, dass das Spiel für mich vorwiegend ein Treffpunkt mit Freunden ist, um ein wenig durch die Gegend zu cruisen. Mittlerweile habe ich auch meinen Horizont erweitert, denn Rockstar Games hat die Community immer mehr eingebunden und aus GTA Online fast schon einen Baukasten für Minispiele gezaubert. Schon in der Vergangenheit war es über den Rockstar Social Club möglich, eigens erstellte Rennen oder Missionen zu veröffentlichen. Und mittlerweile sind daraus zertifizierte Spiele entstanden. Zwischen dem klassischen Geballere und schnöden Rennen haben sich Modi eingefunden, die man eher in anderen Games erwarten würde. Auf Tron-Bike seine Mitspieler in seine eigene Lichtspur und damit in den Tod leiten,
sich in einem Taxi-Battle-Royale-Modus messen oder mit Formel-1-Boliden durch die Gegend heizen. GTA Online verbindet so viele verschiedene Möglichkeiten unter einem Dach, dass für jeden Spieler was dabei ist. Ich meine, es gibt sogar einen Kart-Modus, der schon fast an Mario Kart erinnert. Selbst erstellte Rennen locken uns in einen Mix aus Need for Speed, Trackmania und Abenteuerreisen. Da hat Rockstar Games aber mittlerweile in vielen Bereichen doch einen Riegel vorgesetzt. Einige Custom-Aufgaben führen uns unter die Karte oder lassen uns in Bereiche eintauchen, die wir sonst nur aus der Story kennen, wenn überhaupt. Und nur weil der freie Modus nun wieder übersichtlicher ist, heißt das nicht, dass er langweilig geworden ist. Dank zig verschiedener Events gibt es immer was zu entdecken. Glücklicherweise muss man es jetzt wirklich entdecken. Zu Halloween gab es eine UFO-Fotoaktion. Mit dem Telefon mussten dann UFOs fotografiert werden und dafür gab es Kohle. Vorher war das Rätsel aber groß, was es mit diesen fliegenden Untertassen auf sich haben könnte, zumal Blitze für einige ziemliche Schocker sorgten. Stellenweise ist auch Schmuggelware versteckt. Die wird nicht auf der Karte angezeigt und muss entdeckt werden. Bei meiner ersten Entdeckung wunderte ich mich, weshalb roter Rauch auf einem Parkplatz emporstieg. Das Spiel gab nicht viele Hinweise, ich folgte einer Spur und kam an eine Kiste mit Bargeld. Mein Entdeckergeist ist wieder geweckt. Bleibt eigentlich nur die Frage, wie es in GTA 6 und einem Online-Modus weitergehen könnte. Wir wissen nicht, wie die Map aussehen wird, aber mehrere große Gebiete wären wohl der Traum eines jeden Online-Spielers. Die Inflation im Spiel war ein großes Problem, das Rockstar in den Griff bekommen muss. Und eine große Community würde sich sicherlich über einen einfachen Zugang zu Rollenspielservern freuen. Vielleicht wird Rockstar auch diesen Sandbox-Weg weitergehen und den Spielern noch mehr Freiheiten im Erstellen neuer Spiele geben. Aber eine Sache wünsche ich mir wirklich sehr. Bekommt diesen verdammten Character-Editor in den Griff. Vertraut mir, wenn ich euch sage, macht mal wieder Urlaub in Los Santos. Egal, was in den letzten Jahren passiert ist, die Stadt empfängt euch mit offenen Armen. Und auch sie hatte Hochs und Tiefs, aber spätestens, wenn man in seinen Obey 9F steigt, die Backstreet Boys bei Nonstop Pop FM laufen und man schön am Vespucci Beach langcruist und über die ein oder andere Menschenmasse brettert, ist alles vergessen.